Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation Ihr gutes Recht ist. Ja, E-Fleet des VDA. Wir stehen jetzt hier mit Dr. Peter Gebhardt. Er leitet das Thema CO2-Emissionen, Energiemanagement bei Audi. Der A3 e-tron bringt Ihr Thema ein bisschen nach unten, richtig? Ja, das hoffen wir. Natürlich ist es so, muss man ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Wir haben natürlich auch unsere Fahrzeugflotte in den letzten 6-7 Jahren um 30% nach unten bekommen in der CO2-Emission. Und ein A3 e-tron wird da sicherlich einen großen Beitrag in nächster Zeit haben. Ja, Herr Gebhardt, ist denn der Plug-in-Hybrid-Antrieb, wie Sie ihn jetzt auch im A3 e-tron bringen, die passable Lösung für die Zukunft, um sozusagen auf die verschärften CO2-Vorgaben zu reagieren? Ist das das, was wir in Serie überall jetzt sehen werden? Also es ist so, dass wir die Plug-in-Strategie favorisieren. Wir glauben, dass das im Moment die Lösung ist, die von Kunden akzeptiert werden, weil es einfach eine gute Lösung für einen Einfahrzeughaushalt ist. Er kann beides, er kann bis 50 Kilometer elektrisch fahren. Das heißt, Kurz- und Mittelstrecke kann man damit gut bedienen und man hat eben auch die Flexibilität, auf Langstrecke mit einer hohen Reichweite verbrennungsmotorisch zu fahren. Und deshalb glauben wir, dass das in der Markteinführungsphase die richtige Strategie ist. Können Sie sich denn vorstellen, dass der Plug-in-Hybrid sogar irgendwann mal in den Köpfen den Diesel als adäquat für das sparsame Fahren ablöst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube es nicht. Es wird so sein, dass wir noch lange Verbrennungsmotoren sehen werden. Man muss einfach mal in die Vergangenheit schauen. Wir haben in den letzten 6-7 Jahren unsere CO2-Werte der Flotte um ungefähr 20-25% gesenkt. Das heißt eine ganze Menge mit Gesamtfahrzeugmaßnahmen, Aerodynamik, Gewicht, Rollwiderstand, aber eben auch mit Aggregaten. Und da wird es auch noch weitergehen. Also man wird auch die konventionellen Antriebe noch weiter nach unten bekommen. Aber wir glauben, dass sich die Elektrifizierung durchsetzen wird. Das wird so sein. Aber wir werden Verbrennungsmotoren nach wie vor finden, auch über 2020 hinaus. Das wird so sein. Ja, es gibt ja doch Kritiker, die bemängeln, dass in einem Plug-in-Hybrid im Grunde zwei ressourcenraubende Systeme zum Einsatz kommen, der Verbrennungsmotor, der Elektroantrieb. Alles nicht ganz billig, hochkomplex. Geht es nicht auch einfacher? Also im Moment glaube ich, dass es nicht einfacher geht. Wenn wir ein adäquates Angebot machen wollen, das die Bedürfnisse unserer Kunden befriedigt, nämlich auch Reichweite zur Verfügung stellen, wenn es sein muss, geht es nicht ohne Plug-in-Hybrid. Wir schauen natürlich, wie die Entwicklung von Batterieelektrofahrzeugen, im speziellen Kosten von Batterien, Kapazitäten von Batterien, sich weiterentwickeln. Wenn die Zeit reif ist, ist sicherlich auch ein Batterieelektrofahrzeug ein adäquates Mittel. Und das Schöne an so einem großen Konzern, in dem wir arbeiten, ist, dass wir viele verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, entwickeln, auf die Straße bringen, uns Feedback holen und dann zur richtigen Zeit die richtige Lösung finden. Aber im Moment halten wir einen Plug-in-Hybrid für die richtige Lösung, auch wenn er zwei Herzen hat. Kleiner Blick in die Glaskugel für uns. Wird es in 10 Jahren noch Audi-Baureihen ohne Plug-in-Hybrid-Alternative geben? Also wir werden es weiter ausrollen, auf alle Fälle, auch auf unsere großen Baureihen. Das ist angekündigt, das werden wir auch so machen. Wir werden einen großen Durchsatz von Plug-in-Hybriden finden in der Zukunft. Nun hat ja Audi durchaus anspruchsvolle Kunden. Was ist denen denn vermutlich wichtiger? Das Thema Umwelt beim Plug-in-Hybrid oder die zusätzliche Power durch die E-Maschine? Ich glaube, es ist beides. Also ich denke, die Kunden werden sensibler, die Kunden haben ein Gefühl für Umwelt, Umweltfreundlichkeit, das spielt eine Rolle. Gerade bei Premium-Kunden ist das ein wichtiger Aspekt. Auch aus Sozialhygienegründen, das ist so. Aber ich denke auch, dass Elektrifizierung ein ganz besonderes Fahrgefühl vermittelt. Und auch das ist das, was Kunden Spaß macht. Das wissen wir aus Studien, das kennen wir. Und wer selbst mal ein Elektrofahrzeug gefahren ist, der kann das mitfühlen. Das sind beide Gründe. Nun hat ja Audi in den vergangenen Jahren viel Elektro-Know-how aufgebaut, auch viele interne Forschungsprojekte, die da gelaufen sind. Jetzt dürfen Sie auch auf die Straße damit. Stromstoß bei Audi, kann man das so sagen? Absolut. Also es ist so, dass das große Teil der technischen Entwicklung an Elektrifizierung arbeiten, an verschiedenen Konzepten. Wir sind gut vernetzt im Konzern. Gibt es verschiedene Konzepte, Batterie-Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybriden, Hybride, Audi auch auf der Straße. Und ja, wir arbeiten mit Vollgas an diesem Thema, das ist so. Ohne die konventionellen Antriebe zu vernachlässigen, das ist klar. Die werden wir auch weiterentwickeln. Und wie muss man sich das vorstellen? Der Ulrich Hackenberg hat ja noch mal ein paar Fahrzeuge sozusagen zurück auf die Entwicklungsstraße geholt. Rennt er jetzt mit dem Hochvoltkabel durch die Abteilung, um da richtig Strom zu geben? Es ist klar, also wir sind hochmotiviert, wir sind eine hochmotivierte Mannschaft bei Audi, waren es immer gewesen, haben gute Ideen, bringen die Konzepte auf die Straße, die wir auch ankündigen, die wir auf Messe stellen. Ja, Stromstoß bei Audi passt ganz gut. Electrif.net,
Der Branchendienst für Elektromobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.